Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu eurem endlich einem neuen Video eurer Lieblingsziege. Dem Grasmesser, der Krümel ist gerade auch hier bei mir. Hi. Bist du krank? Wann wolltest du mit deinem Kanal starten? Ich habe es schon lange angekündigt gehabt. Ich schon, Keine Lust oder was? ja. Ich bin Star Wars Commander, das würden vielleicht einige kennen, einige nicht. Bin im Clan, ich kann mal Krümel besuchen kommen, Krümel. Vielleicht ist es, wenn ich das frage, aber wo kann ich andere Leute besuchen? Du musst aufs Truppzentrum gehen. Ja. Ich glaube, ja, warte mal. Ich kann nur verbessern, Info oder bewegen. Es ist voll. Kann ich jetzt auch irgendwie ein paar Chat machen? Grace Force Chat. Ach, durch seine Erfahrung macht sich Ihr Trupp langsam einen Namen. Ich empfehle, dass Sie dies für unsere Mission nutzen, die Rebellion zu zerschlagen, Kommandant. Habe ich keinen Bock? Was? Ja, hier kann ich Vorteile kaufen und? Hohe Erfahrung führt zu Vorteilen. Zum Beispiel ermöglicht Ihr Ansehen bei bestimmten Schmuck und das Ausbilden von Truppen und das Bauen von Fahrzeugen für weniger Credits. Geschmuggelte. Muss ich das kaufen? Normalerweise müssen Sie die Kosten dafür selbst tragen, Kommandant. Nur dieses Mal werden sie Ihnen erstattet. Ihre Kosten für das Ausbilden von Truppen und den Bau von Fahrzeugen sind vorübergehend reduziert. Das ist nur der Anfang. Krümel, das solltest du lieber nicht tun. Die gesteigerte Erfahrung jedes einzelnen Truppenmitglieds erweitert den Zugriff auf Vorteile. Wenn Truppenmitglieder ihre Erfahrungen einsetzen, verbessert sich so das gesamte Trupp. Jedes Mitglied erhält dadurch seine neue und bessere Vorteile. Ihre Erfahrung ist das Verschenken von Truppen und verdiente Siege auf Verlust mit ihrem Trupp, Kommandant. Stärken Sie damit Ihren Trupp. Er erwartet Großes von Ihnen. Sie wissen es, also ihr wisst es vielleicht, ihr kennt wahrscheinlich Star Wars Commander. Ja, ihr kennt es bestimmt. Ich frage, ich muss dich hier irgendwo im Chat haben. Um junge Mitglied. Ach, wie besuche ich denn jetzt Leute? Ich bin im englischen Clan übrigens. Informationen? Das sind meine Informationen. Ich weiß, wie du musst Hier oben rausgehen. auf das zweite von oben hier muss ich irgendwo unten sein. Das ist die ganzen Tatooine, wo ich auch noch bin. Ne, auf. Da Krümel. Besuchen. Ich kann mir Krümel Space zeigen. Der ist nämlich nicht allzu schlecht, ich aber bin ziemlich schlecht. Ich sehe von euch die Einzelheiten meiner Base und es wird auch täglich kommen, wenn ich nicht andere Videos bringen kann. Ich weiß, was ihr werdet fragen, was ist mit Evinnern los? Warum kommen jetzt auch lange keine Videos mehr? Ich glaube, 2 Monate her ist mein letztes Video alt. Wobei ich gesagt habe, es kommt täglich. Das ist Krümels Basis. Und wenn ich mich Verlaub fragen darf, was das hier sein soll. Ja, da wollte ich, dass man da keine Truppen platzieren Oh mein Gott, was für ein Name. Nun gut, Geschütze hier. Die tritt hier auch alles synchron, ne? Ja, cool. An jeder Ecke hier Patronenmörser, Level 3. Nice. Auch Krümel ist im Grace Wars Clan. Ja, ich zeige euch mal kurz meine Base. Krümel Base habt ihr ja gerade gesehen. Hat sie gut geschützt, muss ich zugeben. Guckt euch meine Base an. Ich meine, ganz ehrlich, guckt euch meine Base an. Was ist los? Wenn die Credit-Lager sind vorher, kommen halt doch die Klappe. Das Problem ist, ich brauche das Metall. Hier wird gerade ein Geschütz verbessert von mir. Auf Level 3. Ich könnte mal gucken. Ich habe jetzt meine Armee ist fertig trainiert. Ich denke mal, ich greife mal an. Das Angriffsprinzip müsstet ihr von Clash of Clans noch kennen, von meinem Erstkanal. Die eiserne Hand. Ja, was beteiligen sich im großen Rahmen an nicht lizenzierten Handel? Setzt ihren illegalen Aktivitäten ein Ende, indem du die Sandraupen für einen Stern. Der erste Angriff, den ihr auf meinem Kanal sehen werdet, und es wird auch täglich folgen, also wenn ich nicht gerade was anderes bringe, vielleicht Minecraft oder so mit Krümel. Wow! Oh mein Gott, das ist gutes Shit eigentlich. Diese hiesigen Missetäter nennt man Jabas. Sie beschäftigen sich mit unlizenziertem Handel. Beenden Sie Ihre illegalen Operationen endgültig. Nö.
Oh, ich besiege die. Ja, ich habe nur Sturmtruppen dabei. Am besten mache ich beiden Schaden, indem ich irgendwo in dem ungefähr in die Mitte den Strick setze. Das war dumm. Das war dumm. Das war sehr überaus dumm. Vielleicht immer so verteilt. Verteilen ist voll gut gewesen von mir. Weißt, ich hatte nämlich keine Truppen, also keine Gruppe. Easy, Boys. Guckt's euch an. Die Javas haben ich hab gefailed. Das sind hier ganz viele Geschütze. Ab zum Salvengeschütz, komm schon. Das könnt ihr noch zerstören hier. Schafft das, Leute. Das ist das Angriffsprinzip von Star Wars Commander. Oh Gott. Ich hab gefailed. Ein Sturmtruppler. Ein Sturmtruppler lebt noch. Ich hätte natürlich auch einen Einhändungsbord mitnehmen können. Das ist mein Hauptquartier. Java-Versammlung. Ich habe eine Java-Versammlung gestört. Ja, ich bin halt das Imperium, ne? Ich bin halt asozial. Ich bin das Imperium, Mensch. Tot! Das ist so eine Scheiß-Armee, ne? Sorry für den Ausdruck. Halt! Halt! Java zahlen! Java bezahlen, Imperium, Mensch! Nicht mehr auf Sandra beschießen! Java ergeben sich! Gute Arbeit mit diesem wüsten Ungeziefer, Kommandant. Kümmern Sie sich nicht darum, was dieser Java gesagt hat. Zurück zur Basis. Wir haben eine Java-Versammlung gestört und haben auch etwas eingenommen. Wir haben gar nichts eingenommen. Wir haben nur die Missionsbelohnung, dass wir es geschafft haben. Ja, wir haben sehr viel eingesagt. Ja, natürlich. Ja. Aber Leute, ihr kennt mich ja. Bin bester Mann auf YouTube-Cover. Ich bin eure Lieblingsziege. Ihr kennt mich doch. Cover. Ich werde ganz bestimmt nicht... Wahrscheinlich auch die einzige Siege. was ist die nächste Mission? Wir sind gerade bei Eiserner Hand. Habe ich ein bisschen vorgespielt, wie ihr seht. Bauen. Wälle sollten stetig verbessert werden, um sie so effektiv wie möglich zu machen. Du würdest mindestens 12 Wälle auf Level 3 oder höher. Habe ich schon. Danke. Partner, ich mache mir ein wenig Sorgen um unsere Basis. Wir haben all diese Wälle, aber wir müssen haben sie nicht verbessert. Ich glaube, wir sollten das angehen. Habe ich verbessert, aber danke für die Belohnung. Gute Arbeit zum Ausbau Ihrer Mauern, Kommandant. Die Aufklärung hat eine Feuchtfarm in der Wüste identifiziert, die Verbindung zu den Schmugglern hat. Setzen Sie einen Veteran-ADST ein, diese Kriminellen den Preis für den Schmuggeln zu zeigen. Ich kriege für diese Mission einen Veteran-ADST geschickt. Und diesen hast du hast auch nur den benutzt, ne? Ich habe sonst keine Army. Wird nicht einfach, oder? Dies ist deine erste Herausforderungsmission. Du kannst nur die vorhandenen Einheiten einsetzen und keine eigenen mitbringen. Benutze das, was vorhanden ist, um den absoluten Sieg zu holen. Ist das einfach oder nicht? Aber guck mal, hast du es schon geschafft? 100%, ja. Wahrscheinlich, weil er einfach gut ist. Aber ich bin ja ziemlich schlecht. Ich glaube, so ich hab ihn einfach ziemlich in der Mitte platziert und direkt... Oh mein Gott, what the heck? Platzieren einfach bei dem Mörser. Kommandant, ich habe Ihnen ein Veteran-ADST und zwei Reparaturdroiden für diese Mission zugewiesen. Reparaturdroiden können Fahrzeuge reparieren. Sie können keine weiteren Einheiten einsetzen. Denken Sie strategisch und enttäuschen Sie mich nicht. Ich habe auch den Strix. Seht ihr es auch? Strix hier ransetzen, ne? Wow. Ich einfach direkt die beiden Droiden. Wow. Nein, die Druiden werden jetzt angegriffen. Guck dich die Veteranen-ATST an. Die sind überhaupt nicht overpowered, zum Glück. Genau deswegen solltest du die Reparatur... Genau deswegen solltest du den Strix auf den anderen Mörser anwenden. Aber guck dir doch mal an, wie gut wie er rasiert. Hier, nix Mörser. Hier, wie wenig Schaden die machen. Für ihn. Look at the, guckt euch das mal an, Leute. Irgendwann, wenn ihr in irgendeiner tausendsten Folge vielleicht... Können wir die selber ausbilden? Wäre das nicht was, wenn wir die selber ausbilden können? Die sind richtig OP Strange. Dr. Strange! Die sind richtig crazy, Alter. Hauptquartier angreifen. Erstmal Mauern einreißen. Das Salvengeschütz wird ihn vielleicht sehen. Wird es nicht, so ein Opfer? Auch die Mauer einreißen ist dumm gewesen. Boah, Alter. Alle Mauern, Hauptsache erstmal einreißen. Auf Salven geschützt, die können auch nichts. Nice. Leute, so Herausforderungsmissionen scheinen auch ein nice Teil von Star Wars Commander zu sein.
Ich habe jetzt also eine vierte Art von Missionen. Vor allem, wir haben Verteidigung, Angreifen und Bonnie, aber Herausforderungsmissionen, wo wir nur die uns gestellten Einheiten verwenden dürfen. In dem Fall ein Veteranen-ATST und zwei Reparaturdruiden. Was für ein Haufen Bantamist! Was denken sich, kostet bei uns nur so wenig Leute zu geben? Nur gut, dass dieser ATST und seine Schraubschlüsselschwinger so nützlich waren. Die waren nicht nur nützlich, die waren OP-nützlich, Mann. Das ist der Held in der Heldenkommando Level 1, Junge. Der ist gut. Der ist gut. Die sind gut. Okay, Leute. Die eiserne Hand abgeschlossen. Nice. Der war gar nicht mehr so schwierig, vor allem, weil wir ja Veteranen-ATST bekommen haben. Okay, Leute, wir können das unser, glaube ich, letztes Geschütz, also unser letztes Schnellfeuergeschütz dann, auf Level 3 verbessern. Unser letztes Schnellfeuergeschütz, was wir haben, unser letztes normales Geschütz, dann müssen wir noch die Mörser verbessern als Verteidigung und die TIE Fighter quasi, dann hätten wir alles. Dann upgrade ich noch Kasernen. Dann upgrade ich die Fabrik. Ich greife gerade einen an, du kannst zuschauen. Ist mir egal. Dann upgrade ich den Truppentransporter, dann das Forschungslabor und dann die Clanbo, sage ich schon, der Truppzentrum. Und ganz zum Schluss nehme ich dann Haraus 4 mir vor. So, was ist denn die nächste Mission? Wenn es ums Rad, um Hauptquartier 4 geht, muss ich auf jeden Fall viele Leute angreifen für Metal. Abschirm aus der Wüste greift mit allen alten, umgerüsteten Repulsorpanzern deine Basis an. Ich hab hier gerade ein Geschütz. Zwei Geschütze sogar. Was meinst du, Freunde? Soll das warten, bis die fertig sind? Oder sollen wir jetzt mal kurz gucken, wie stark dieser Angriff ist? Wir haben ja nichts zu verlieren. Versuchen wir es. Wir gucken, mit was die angreifen. Mit Repulsorpanzern. 100% geschafft, Mann. Mit Repulsorpanzern. Greifen die an. Was ist das überhaupt, dieses weiße Ding? So easy. Kommandant, ich bin überrascht von ihrer Widerstandsfähigkeit. Gute Arbeit bei der Feuchtfarm. Der Orbit-Aufklärung meldet, dass sich offenbar eine Reihe Repulsorpanzer nähert. Sie hat ein altes CIS-Modell aus den Klonkriegen. Das wird wehtun. Ich habe nicht mal ein Raketengeschütz oder irgendwas, was denen viel Schaden machen kann. Hä? Lau, wo sind die? Ach da! Tach! Tach. Greift ihn an! Erstmal daneben. Greift ihn an! Ja, die haben wenig Leben. War das der ganze Angriff? Nein. Dort. Soll ich sagen, wie viele davon kommen? Nein, sollte nicht. So easy. Vielleicht kommen wir den 10.000. Kommt niemand mehr. Ah! Ha! Braucht den Strix eigentlich gar nicht. Drei. Echt jetzt? Ich erinnere mich daran, solche schon mal in Holonetz gesehen zu haben, als ich noch jünger war. Ich frage mich, wie sie geschickt hat und wo sie herkommen. Hast du doch selber geschickt zum Testen der Verteidigung der Basis. 0% Schaden. Wie kann man da verlieren? Sie war mit einem Mörserschuss, einem gut gesetzten Mörserschuss, waren die tot. Ich drücke auf Fortsetzen. Dankeschön. Noch zwei Level in eiserner Hand, dann hätten wir auch das geschafft. Der nächste wird wahrscheinlich Angriff sein. Wahrscheinlich haben wir dann die Basis von den Typen lokalisiert, der uns angegriffen hat. Ich dachte, ich muss erstmal warten, bis die Geschütze fertig abgequältet sind. Aber so schwierig, wie das war... Bauen. Für stärkere Einheiten und Verbesserungen brauchst du noch mehr Credits. Besitze mindestens 3 Credit-Märkte auf Level 3 oder höher in deiner Basis. Diese habe ich schon. Partner, bringen wir unsere Credit-Versorgung auf Vordermann. Es wird alles immer teurer. Habe ich schon geschafft. Eure gute Arbeit beim Ausbau der Credit-Versorgung, Kommandant. Die Aufklärung hat den Herkunftsort der Panzer, die sie angegriffen haben, identifiziert. Streitkräfte bereit machen, Koordinaten werden hochgeladen. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Ich weiß, wie man Clickbait macht. In der nächsten Folge widmen wir uns dann dem Angriff. Ich bilde Truppen aus. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann dem Angriff auf die andere Basis. Ich hoffe, ihr seid dabei.